Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Skyrim. Und wir haben jetzt gerade einen Rache abbekommen. Haben aber auch eine ein bisschen beschädigt. Und müssen uns zum, boah, blöderweise wieder umrüsten. Ey, das ist doch nicht zu fassen, wie wir hier. Ach, hallo. Ja, ist doch schon gut. Wir werden das meisten, denn wir sind gut. So. Dann Tränkelchen haben wir. Keine mehr. Wir werden's nicht schaffen. Aber trotzdem werden wir kämpfen wie ein Feind. Der geht und geht und geht. Oder der kommt. Jetzt. Ach so, der kommt gut. La 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 la, trifft sich gar gut. Aber das ist eher der Rache oder was? Mit dem ist nicht gut Kirschen essen, oder? Drachenseele aufgenommen und wir werden jetzt gleich gegen den anderen kämpfen. Ach, der verspeist da gerade die Soldaten. Das finde ich doch sehr toll. Sehr schön. Der Drachen geht nieder. Ah, unser Auftrag kommt auch gerade als Kampf gegen das Biest. Diese Lady müssen wir umbringen. Wisst ihr was? Jetzt werden wir da hingehen und so weit wie möglich entfernen. Oder besser gesagt, auf das Dach hüppen. Wenn das geht. Drachenjäger, schon wieder oder was? So, haben wir die Person endlich im Visier oder was? Nix. Oh, wieso denn immer nur dieses ganze Zeug? Verdammt, den. Ah, hat noch Stahlpfeil dabei. Gut, nehmen wir natürlich auch noch mit. Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich ein Mann mit gezogener Waffe nähert. Oh, wieso denn? Was wisst ihr darüber? Nichts, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich beantworte keine Fragen. Ach wirklich? Vielleicht würde eine Nacht im Gefängnis ja eure verklemmte Zunge lösen. Wie wär's? Schön. Dann seid ihr hiermit verhaftet. Ah, Mann. Ihr seid ja wirklich klüger, als ihr ausseht. Okay. Was ist aber? Naja, absitzen. Wir haben jetzt alles wieder an. Gold haben wir auch wieder. Und unsere Dame ist da drüben. Wir gehen jetzt irgendwie von einem Versteck aus abholzen. So, das ist doch. Nee, 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 verdeckt, verdeckt, verdeckt. In die Beine wieder. Ey, die geht doch nie vorbei, ey. So.
so hastig, mein Lieber. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Jojo. Wieder mal, hä? Also draußen ist nix. Ja, mal wieder pennen. Ja, im Kerker absitzen ist mal wieder toll. Gut, hat nichts gebracht. Schlüssel, immer wieder gut. Die Brust, Stahlpfeil immer mit. Bitte weg. Nicht schon wieder ein solches Kackding, ey. Eisenbahn, yo. Sonst können wir... Ja, ist easy going, alter Mann. Der alte Drache. Nieder mit dem Strecken. Gar nicht so leicht, wenn man ihn hier... Hopp, und noch eine Runde abgehauen. Verdammt, das ist doch wieder das gleiche Spiel. Wo ist er jetzt wieder hin? Ach, da vorne. Ja, wieder auf die... Boah, Mann, nur noch 66 Stahlpfeile. Da kriegt man noch einen in die Hintern geboxt. So, wohin will denn der? So, mal wieder wechseln die Tastatur. Wow. Nee. Dämmerbrecher und das auf die linke Taste gemistet. Gut, ihr werdet da ein bisschen alle ausmergern. Finde ich gut, damit du das machst hier. Ey, komm mal wieder runter. Ey, wieder aufstehen. Fuß runter. Ja, immer wieder gerne, du Drache. Und mein Pferd steht einfach da so. Boah, ey! Was auch noch ein Riese, ey? So, la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 l
In meinen Augen hat er etwas zu viel Skooma getrunken. Ja, auch schön. Ich arbeite in der Mine, so wie alle anderen auch. Bist ein bisschen schwarz geworden, ne? Stahlpfeile, Smaragd. Und Gold. Und sonst brauchen wir hier nichts. Map aufrufen. Wo ist diese Nazi-Ratitati? Hä? Ist sie verschwunden oder was? Ach so, hier unten, unten, unten. Ach, jetzt geht's da lang, da lang, da lang. Und wir sind hier. Ah, dunkler Bruderschaft, Logo. Und das ist wieder das Logo der dunklen Bruderschaft. Das ist einfach nur das Logo. Hallo Pferdchen. Und jetzt rein in die gute Stube. Gibt es da auch so ein Verkaufsdinge oder so etwas, dass wir einfach da verkaufen können oder so? Das wäre natürlich sehr toll, aber man muss ja schauen, wie sich das so... Ja, 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 ja. Zuerst mal schön laden hier das ganze Zeugs. Gut. Doch die Mutter der Nacht ist uns allen eine Mutter. Ihrer Stimme... Cicero, hallo. Ihrem Willen. Würdet ihr es wagen? Hier unten sind sie doch. Habt ihr nicht mit Astrid gesprochen? Sie ist draußen beim Teich und heißt dort die Mutter der Nacht und ihren kleinen Hofnarren willkommen. Jo, jo, jo. Für euch. Kommt anschließend zu mir. Ach, jetzt müssen wir hier irgendwo. Ich bin erfreut, dass ihr und die Mutter der Nacht eingetroffen seid. Eure Anwesenheit hier. Wo ist die Mutter der Nacht? Anstatt der Nazi ist. Ach so. Na gut, dann machen wir das doch noch einmal. Und. Plopp. Habt ihr nicht mit Astrid gesprochen? Sie ist draußen beim Teich und heißt dort die Mutter der Nacht und ihren kleinen Hofnamen. Ah. Astrid. Hey. Hallo? Aber täuscht euch nicht. Was denn ist immer noch das Oberhaupt dieser Zuflucht? Mein Wort ist das Gesetz. Sind wir uns in diesem Punkt einig? Ich schon. Ja, perfekt. Ihr seid der Boss. Ich glaube, der ist. Hallo. Ja, gut. Meine Unterhaltung mit diesem brummelnden Tölpel war sowieso beendet. Wir haben Geschäftliches zu bereden. Habt ihr einen Auftrag für mich? Ihr müsst in Markart mit der Assistentin des Trankmischers reden. Ihr findet sie wahrscheinlich in der Hexenheilerei, wenn der Laden geöffnet ist. Das Mädchen hört gar nicht mehr auf zu fluchen. Ihr Name lautet Muiri. Ihr müsst mit ihr reden. Den Auftrag vereinbaren. Hallo, danke. Ja, du bist ein alter Kerl. So, alles gemacht. Ah, da seid ihr ja gut. Meine Unterhaltung mit... Ihr müsst in Mar... Das Mädchen hört gar nicht mehr auf zu fluchen. Sie will ihren Einst... Was können wir denen wohl Bescheid sagen? Oder ist das jetzt nicht so? Ob... Geh mal rauf, ey. Bruder Tölpel. Sag, Bruder. Habt ihr nicht mit Astrid gesprochen? Doch. Ihr habt den Auftrag, bitte nochmals. Ihr Name lautet Mut. Ja, sonst noch etwas? Einfach, was der da es sich um euren ersten Auftrag handelt, dürft ihr behalten, was immer Mui euch zahlt. Sie wird bestimmt großzügig sein, sind sie immer. Wartet, ich kenne euch. Ja, ja, von der Straße. Ja, ja. Das bin... Und ihr...
Oh, ihr habt mich erfreut. Aber ihr habt ganz bestimmt auch die Mutter. Ach Mann, ey, jetzt kriegt ihr noch eine Runde auf die Fresse, mein Alter. Jetzt müssen wir doch mit dem Herrn. Ja, der Timer ist vorbei. Tut mir leid für die 15 Minuten, die ich euch jetzt schon wieder ausgebockt habe aus eurem Leben. Aber wir reden noch mit dem Herrn da drüben und dann würde ich sagen, für heute lassen wir es. So viele. Natürlich. Ich könnte das den ganzen Tag lang tun. Hier, eure Bezahlung. Ja, 750 Gold ist nicht so gut. Aber nun denn, dann ist es so geschehen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Skyrim.